So, ich mache gleich weiter. Ich habe gestern angefangen, über Apostelgeschichte 6 ein bisschen nachzudenken. Es geht um Veränderung. Die Gemeinde ist gewachsen und es gab dann einige Probleme, dass die Leute angefangen haben zu murren, weil alles nicht mehr so lief, wie es vielleicht am Anfang war. Und ich habe angefangen, ein paar Murr-Strategien zu bringen. Murren ist ja so ein altes Wort. Es geht um konstruktives Feedback eigentlich, das ist die positive Sache. Und es geht nicht darum, dass man nichts sagen darf. Es geht nichts darum oder nicht darum, dass man alles schlucken muss und man darf überhaupt nichts mehr sagen, sondern ein Stück eine Strategie, weil es geht ja nicht nur jetzt darum, dass ich so meine Meinung sage und es ist egal, was mir passiert, sondern ich möchte ja auch in der Regel, dass sie gehört wird und dass Menschen über das nachdenken, was ich sage. Und deshalb sollte ich vorher bei mir nachdenken, wie ich etwas sage. Also Strategie des Murrens, Teil 2. Gestern habe ich gesagt, ausgeschlafen ist wichtig, dass du nicht gleich auf den Bauch raus reagierst. Und das zweite ist, dass du fragend musst, dass du wirklich weißt, worüber du eine andere Meinung hast, was da tatsächlich gesagt, gehandelt, entschieden worden ist. Eine dritte Sache ist, murre konkret. Also so solche Äußerungen, die man oft auch in der Gemeinde hört, ach früher, da war alles anders. Oder hier läuft ja schon lange nichts mehr gut. Oder hier ist ja schon so lange, sehe ich ja schon Dinge. Ey, das ist alles für die Katz. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Murre konkret. Was meinst du mit, was war früher wirklich besser als heute? Was siehst du schon lange? Also so klar wie möglich anzusprechen, um welchen Bereich es geht, in deiner Firma, in deiner Gemeinde, in deiner Kirche, in deiner Ehe. Also so diese ganzen pauschalen Dinge, da kann keiner was mit anfangen, da wirst du auch keine Änderung bringen. Beim anderen erzeugt das nur irgendwie ein ungutes Gefühl. Und wenn du das zu oft machst, dann kommst du irgendwie in diese Schublade des ewigen Nörglers. Und da kommst du in der Regel auch kaum wieder raus. Also, so konkret wie möglich zu machen. Dann möchte ich dich ermutigen, das ist mein vierter Tipp, murre ehrlich. Es gibt so ein Wort, das wird oft dann benutzt, und das ist das Wort viele. Das ist ein unbestimmtes Zahlwort. Also dann sagt man, viele haben mich angesprochen. Vielen geht es genauso wie mir. Ich habe von vielen gehört. Und diese vielen, da hat man immer das Gefühl, wow, hier die halbe Weltbevölkerung. Die vielen sind oft nur ein oder zwei Leute, wenn man mal nachfragen würde, wenn man ehrlich sagen würde. Vielleicht hat man mit der Frau und mit der Tante gesprochen und die werden als die vielen verkauft. Also, wenn du nur ein, zwei Leute bisher gesprochen hast, dann verkauf die nicht als viele, sondern sag, ich habe mit ein, zwei gesprochen, die denken auch so wie ich. Das klingt halt nicht so bombastisch wie viele, aber es ist ehrlicher. Erst wenn du mit mindestens 10 oder 20 Leuten gesprochen hast, dann kannst du sagen, ich habe mit einigen gesprochen und ab 20 kannst du dann auch viele sagen. Aber einfach ehrlich zu bleiben und nicht zwei Leute zu verkaufen, als wenn das eben schon die halbe Stadtbevölkerung ist. Ein dritter Ratschlag, den ich dir geben möchte, ist, wende dich immer auch an die richtige Adresse. Wisst ihr, dieses Gerede drumherum, oft auch in Kirchen und Gemeinden, nach Gottesdiensten und allem Möglichen, das ist so negativ und das ist eine solche zerstörerische Macht, weil Leute nicht an die richtigen Adressen gehen, sondern irgendjemanden reinziehen. Wenn du ein Problem mit einer anderen Person hast, sprich diese Person an und nicht irgendjemand. Hör mal, ich muss dir mal erzählen. Hör mal, du glaubst es nicht. Das sind oft die Anfänger von schlechtem Gerede. Und deshalb wähle die richtige Adresse. Wenn die Musik dir zu laut ist im Gottesdienst oder zu leise, wende dich an den Tontechniker
oder wende dich an den Verantwortlichen. Und sag nicht jedem, den du nach dem Gottesdienst triffst, war das nicht heute alles wieder fürchterlich laut? Mir dröhnen ja jetzt noch die Ohren. Immer an die richtige Adresse gehen. Und solltest du nicht wissen, wer ist dafür verantwortlich, also im positiven Sinne, dann frag dich durch. Und dann geh zu dieser Person mit deinen Fragen, mit deiner ausgeruhten Kritik und mit deiner ehrlichen Kritik. Und noch ein letzter Hinweis. Es ist immer toll, wenn du hilfsbereit musst. Wenn du also auch symbolisierst, nicht so, ich sitze jetzt hier und kritisiere die ganze Masse da, die da arbeiten, sondern was kann ich tun? Kann ich irgendwo helfen? Vielleicht siehst du, dass Leute überarbeitet sind und deshalb auch Fehler machen. Die kann man natürlich gnadenlos kritisieren. Man kann aber auch sagen, hey, braucht ihr Hilfe? Machst du vielleicht oder hast du diesen Fehler gemacht, weil du überlastet bist? Kann ich dir irgendwo beistehen? Das ist eine ganz andere Art, als mit dem Zeigefinger zu zeigen, dass du jemanden mal wieder erwischt hast. Aber generell, und damit möchte ich schließen mit dieser kleinen Murr-Strategie, generell gilt, zuerst sollte immer gelobt werden. Also wenn du nicht loben kannst, solltest du auch nicht kritisieren. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Wisst ihr, viele Mitarbeiter in Kirchen und Gemeinden haben jahrelang einen tollen, treuen Job gemacht, Dienst gemacht. Keiner hat reagiert, kein Dank ist gekommen. Und dann ist mal ein Fehler passiert. Ein dummer Fehler vielleicht. Und dann hagelte es Kritik. Und wisst ihr was? Solche Mitarbeiter, die machen nichts mehr. Die ziehen sich zurück. Die sind echt demotiviert. Deshalb solltest du, wenn du kritisieren möchtest, vorher ganz viel auch gelernt haben zu loben. Und Menschen nicht in den Himmel zu loben und über den Klee zu loben, sondern wirklich wahrzunehmen, was sie tun. Und das gibt dir dann auch mal die Möglichkeit, konstruktiv Kritik zu üben, wenn sie ausgeschlafen ist, wenn sie ehrlich ist und so weiter. Die Dinge habe ich dir genannt. Kleine Lehreinheit, vielleicht kannst du es gleich umsetzen an dem heutigen Tag in deiner Firma, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde. Wünsche dir Gottes Segen dazu.